Alle begrüßen sich, hallo, hallo. 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 Wir sitzen hier im Kreis. Ja, das sind wir. Nun schaut euch einmal um. Wer sitzt denn hier? Frau Herwig ist da und Frau Däubel ist da. Und alle zusammen hier? Ja, das sind wir. Und alle zusammen hier? Ja, das sind wir. Frau Herwig, ja. Hast du ein bisschen Zeit? Ja, klar habe ich Zeit. Dann mach mit. Psst, psst. Habt ihr etwas Zeit? Schön, dass ihr da seid. Wir sind bereit. Schön, dass ihr da seid. Wir sind bereit. Seid ihr auch bereit? Dann macht mit. Psst, psst. Habt ihr etwas Zeit? Schön, dass ihr da seid. Wir sind bereit. Psst, psst. Habt ihr etwas Zeit? Schön, dass ihr da seid. Wir sind bereit. Leider können wir uns derzeit nicht im Konservatorium sehen. Dabei machen wir lauter schöne Sachen. Bei uns wird gesungen. Bei uns wird getanzt. Bei uns wird gemalt. Bei uns wird gespielt. Und bei uns wird ganz viel ausprobiert. Aber heute wird ganz viel Musik gehört. Hast du den Film zur Musik gemacht? Nein, das waren unsere Studenten. Ach, unsere großen Schüler. Ja, die haben die Musik zu dem Film gemacht. Überhaupt den ganzen Film gemacht. Sie haben gesungen, getanzt, gemalt, gespielt und ganz viel ausprobiert. Viel Spaß. Tschüss. Mitten im Regenbogensee lag eine kleine Insel. Sie war von Ufern umgeben, auf denen viele glatte Kieselsteine lagen, und sie war dicht mit Farrenkraut und anderen großen Pflanzen bewachsen. Opa, wo hüpfen wir heute eigentlich hin? Heute möchte ich euch mal die Insel zeigen, auf der ich aufgewachsen bin. Und das sind wir auch schon. Boah, Opa, hier sieht's aber toll aus. War das früher schon so? Es ist schon lange so schön hier. Aber als ich sehr jung war, war das noch nicht so. Wieso? Das ist eine lange Geschichte. Wollt ihr sie hören? Ja! Also, als Kind hatte ich zwei Freunde, Lydia und Milton. Wir haben viel Zeit hier auf der Insel miteinander verbracht, aber die meiste Zeit haben wir uns gestritten. Worüber denn? Raus aus dem See, quackte Milton, das Wasser gehört nur mir. Raus aus dem See, quackte Milton, das Wasser gehört nur mir. Runter von der Insel zittert Rupert, die Erde gehört mir.
Runter von der Insel zittert Rupert. Die Erde gehört mir. Raus aus dem basischen Milken. Das Wasser gehört nur mir. Raus aus dem See, Quackenmilken. Das Wasser gehört nur mir. Raus aus dem See, Quackenmilken. Das Wasser gehört nur mir. Runter von der Insel. Raus aus dem See, Quackenmilken. Das Wasser gehört nur mir. Runter von der Insel. Runter von der Insel zittert Rupert. Die Erde gehört mir. Runter von der Insel zittert Rupert. Die Erde gehört mir. Runter von der Insel zittert Rupert. Die Erde gehört mir. Runter von der Insel zittert Rupert. Die Erde gehört mir. Raus aus dem See, Quackenmilken. Das Wasser gehört nur mir. Runter von der Insel. Raus aus dem See, Quackenmilken. Das Wasser gehört nur mir. Runter von der Insel. Von der Insel zittert Rupert, die Erde gehört mir. Runter von der Insel zittert Rupert, die Erde, die gehört mir. Aus dem See quakte Milton. Runter von der Insel. Raus aus dem See quakte Milton. Runter von der Insel. Raus aus dem See quakte Milton. Hey, runter von der Insel. Raus aus dem See quakte Milton. Aber Opa, der See kann doch nicht einem alleine gehören. Wir waren damals eben jung und haben darüber nicht nachgedacht. Eines Tages haben wir aber Besuch bekommen. Wer kommt denn da auf uns zu? Wer könnte das sein? Wer ist das? Wer kommt denn da? Wer ist denn das? Wer könnte das bloß sein? Wer ist das? Ich lebe auf der anderen Seite der Insel. Aber ich muss mir den ganzen Tag euer Geschrei anhören. Das Wasser gehört nur mir, die Insel gehört nur mir. Es gibt keinen Frieden hier, weil ihr euch ewig streitet. Das kann so nicht weitergehen. Und dann habt ihr aufgehört zu streiten? Nein. Dann hat sich Milton einen Wurm gefangen und gesagt, der gehöre nur ihm allein. Aber irgendwas muss doch passiert sein, oder? Ganz genau. Es ist etwas passiert. Kurz nachdem die Kröte wieder gegangen war, wurde der Himmel immer dunkler und ein fernes Donnergrollen kam näher. Oh oh. Es regnet. Riesige Tropfen, was sollen wir tun? Ach, ist doch nur ein bisschen Wasser. Thank you.
Hattet ihr gar keine Angst, als das Wasser immer weiter und weiter gestiegen ist? Natürlich hatten wir Angst. Aber wir waren ja zu dritt. Und wenn man die Angst mit jemandem teilen kann, ist es weniger schlimm. Zum Glück war da noch der eine Stein, auf den ihr euch retten konntet. Da gab es noch eine große Überraschung für uns, als die Flut zurückging. Die Kröte hat euch gerettet. Ja, die Kröte hat uns gerettet. Und nach diesem schlimmen Unwetter haben wir fast nie mehr gestritten. Wir sind gemeinsam durch den See geschwommen oder durch die Luft gesprungen oder haben uns auf der Insel ausgeruht. Aber jetzt wurde die Insel immer schöner und schöner. Das Tollste war ein großes Fest, zu dem wir alle eingeladen haben, um mit uns gemeinsam am See zu feiern. Am See kommt alle zusammen, Hurra und Juhu. Blub, 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 blub. Heute ist ein Fest bei den Fröschen am See, kommt alle zusammen, Hurra und Juhu. Piep, 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 piep. Piep, 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 piep. Das möchte ich auch mal feiern. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann feiern sie noch heute.